uns ein. Deshalb feiern wir diesen Gottesdienst in seinem Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir freuen uns, dass er bei uns ist. Und wenn wir nachdenken, wer uns helfen könnte, wenn es uns nicht so gut geht, wenn wir Sorgen haben, dann lautet die Antwort für uns: Unsere Hilfe kommt von Gott. Sie steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herzlich willkommen hier wieder zum Gottesdienst, aufgezeichnet wegen der Corona-Krise in der Michaelkirche in Westkelber für den Sonntag Palmarum. Das hat mit dem Einzug Jesu in Jerusalem zu tun. Palmen wurden auf seinem Weg gestreut, Palmzweige. Das heißt, nun beginnt die Karwoche, die stille Woche, wie man sie auch nennt. Allerdings hören wir eben zunächst von einem lauten Ereignis. Jesus zieht in Jerusalem ein. Nicht auf eine prächtige Weise, nur auf einem Esel. Jesu Lebensweg wird in Jerusalem enden und eben auch wieder nicht. Das wissen wir. Daran erinnert uns der Wochenspruch: Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Lasst uns die Hände falten. Barmherziger Gott, wir öffnen dir unser Herz und lassen dich sehen, wie viel Angst darinnen wohnt. Angst, Fehler zu machen, Angst zu versagen, Angst, krank zu werden. Aber da bist du, Gott, mitten hinein in die Schatten unserer Angst rufst du uns zu: Fürchtet euch nicht. Und versprichst uns Zuversicht inmitten von Verzweiflung wegen der Corona-Seuche. Aufbruch inmitten von Resignation, Mut inmitten von Bedrängnis, Frieden und Gerechtigkeit im Angesicht des Bürgerkrieges in Syrien. Fürchtet euch nicht, rufst du Gott uns zu, damit auch wir dafür beten, eintreten und es laut weitersagen. Die Angst hat nicht das letzte Wort. Befreites Leben ist möglich. Wir bitten dich, erbarme dich unser und lass uns diese Worte hören in unserem Leben. Fürchtet euch nicht. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. So hört nun von der Gnade Gottes. Hosianna, dem Sohne Davids. Gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, denn mir ist Angst. Erhöre mich eilends. Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Erlöse mich um meiner Feinde willen. Ich bin elend und voller Schmerzen. Gott, deine Hilfe schütze mich. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hoch ehren mit Danken. Die Elenden sehen es und freuen sich, und die Gott suchen, deren Herz wird aufleben. Amen. Es ist ja noch kein anderer nicht. Der
Heiliger Herr und Gott, segne uns diese Woche, in der wir das Leiden und Sterben deines Sohnes bedenken. Segne uns trotz der Corona-Seuche diese Woche. Lass uns in diesem Gottesdienst im Wort vom Kreuz deine Liebe erkennen und sie mit unserem Leben preisen. Das erbitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So hört nun aus dem Evangelium des Sonntages nach Johannes im 12. Kapitel. Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Amen. Dieser bewusst bescheidene Einzug auf einem Esel, die Heilung, die dem vorausgeht, ganz anders als David einzog auf einem wahrscheinlich prächtigen Tier, da verspotteten ihn noch die Ureinwohner von Jerusalem, die Kranken, und er machte kurz einen Prozess mit ihnen. Bei Jesus zieht nun etwas ganz anderes ein in Jerusalem, eine Machtlosigkeit, die doch ganz viel Macht hat. Etwas ganz Kleines, Bescheidenes und doch etwas ganz Starkes. Das wird ganz deutlich in einem sehr bekannten und bei uns sehr beliebten Lied. Ins Wasser fällt ein Stein. Oh,
Liebe Gemeinde, tauchen wir ein in die letzten Tage von Jesus. Nach dem Trubel und den Unruhen, die der Einzug von Jesus in Jerusalem ausgelöst hatte, zog er sich mit seinen Jüngern in das kleine Dorf Bethanien vor den Toren Jerusalems zurück. Viele Besucher hatte er dort, viele Gespräche wurden geführt und dann setzte er sich mit seinen Jüngern zum Essen. Eine Spannung lag in der Luft. Alle fühlten, der Höhepunkt der Grausame von Karfreitag ist nicht mehr weit weg. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, diese Spannung können wir wohl gut nachfühlen jetzt. Die Corona-Seuche zieht immer weiter durch unser Land. Es könnte einen schlimmen Höhepunkt geben. Wir fragen uns, sind wir gut vorbereitet? Haben wir alles richtig gemacht? Wer wird es nicht überleben? Was ist mit unseren Medizinern, Schwestern, Pflegern, die in ihren Teams überlegen, wie lange sie das noch schaffen? Ich kann das nachfühlen, diese Spannung. Und auch diese Sehnsucht. Auch damals, als Jesus in Jerusalem einzog, waren die Menschen voller Angst vor der Zukunft. Und warteten auf den Retter, den Erlöser. So würden wir es auch tun. Wir warten doch darauf, dass einer unserer nun so bekannten Virologen eines Abends plötzlich mit den Politikern durch die Stadt zieht und ruft, ich hab's, das Medikament, die Impfung. Und wir würden rufen, Hosianna. Wie schön wäre jetzt eine Konfetti-Parade in New York für einen Impfstoff. Aber wehe, wenn es nicht funktioniert, wenn er nicht wirkt, dann heißt es gleich kreuzige ihn. Er hat nicht genau geforscht, er war nicht wirklich gut vorbereitet. Solange es keinen Impfstoff gibt, liebe Freunde, müssen wir aneinander vorbeilaufen. Aber wir können auch danken all den kleinen Helden, die Stoffmasken nähen, die den Dienst tun an ihren Arbeitsplätzen für uns alle. Später gibt es dann bestimmt ein großes Fest. Ja, liebe Freunde, diese Spannung der Jünger mit Jesus in Bethanien, die kann ich heute sehr gut nachvollziehen. Besser als oft in meinem Leben. Die Spannung, die damals die Jünger hatten, die Mischung aus Angst, Niedergeschlagenheit, Trost und Euphorie. Und in der Bibel steht dann, so hat es Markus überliefert, da taucht plötzlich eine unbekannte Frau auf. Was wäre die Karwoche ohne diese Geschichte? Ich erzähle das mal ein bisschen freier nach. Ohne diese leichtsinnige, zärtliche Begegnung inmitten dieses dunklen Geschehens. Ohne diese dieses verschwenderische und berechnungsfreie Geschenk einer Frau. Noch dunkler und erdrückender wäre sie, nur von Schmerz und Abschied belastet. Unerträglich wäre sie, ein Leidensweg ohne Atempause, ohne lichten Moment. Also unsere Frau ohne Namen platzt ins abendliche Essen in eine Tischrunde mit Jesus und den Männern, in ihren Händen ein Fläschchen mit kostbarem Nardenöl. Das teuerste Duftöl weit und breit. Sie schüttet gleich den ganzen Inhalt auf den Kopf Jesu. Und mit zärtlichen Berührungen verteilt sie das Öl. Dieser Duft wird ihn begleiten. Die Vergegenwärtigung der zärtlichen Hand wird ihn trösten. Sie weiß, wie fragil und schutzlos der Mensch gegenüber den Mächten der Natur und den Mächtigen sein kann. Wie ausgeliefert und hilflos. Sie tut es trotzdem. Auch wenn es sinnlos scheint. Das ist ihre Stärke. Bist du verrückt, ruft es auf der Runde der Tischgenossen. Das ist pure Verschwendung. Liebe Gemeinde, wir können uns gut hineinversetzen in die Freunde Jesu. Sie meinen es ja gut, sie wollen das Beste. Sie glauben, ihn zu kennen, ihren Meister. Sie haben sein Denken übernommen, aber haben sie auch sein Mitfühlen übernommen? Die Reaktion Jesu muss die Jünger erschreckt und verunsichert haben. Er nimmt diese Verschwenderin in Schutz. Ein Argument nach dem anderen nimmt er zu Hilfe. Er versteht ihre Handlung
Und zuletzt will er sie noch verewigen. Man wird sich an sie, man soll sich an sie erinnern. Sie hat ein schönes Werk an ihm getan. Die Liebe in der Verschwendung. All das wird ihn durch die Leidenszeit tragen, mehr als alles andere. Die einfühlenden Gesten der Frau, die Nähe und Zuwendung enthalten letztlich Tröst. Sie lindern Angst und Einsamkeit und geben Kraft, alles durchzustehen. Wie wäre Jesus in den Tod gegangen ohne diese zärtlichen Berührungen? In dieser Geschichte ist bereits die Auferstehung im Keim angelegt. Die behutsamen Berührungen machen Jesus den Todeskandidaten zu Christus, dem Gesalbten, dem Auferstandenen. Das ist die verwandelnde Kraft der Liebe. Das ist das schöne Geheimnis von Tod und Auferstehung. Und liebe Zuseherinnen und Zuseher, das hat mich jetzt auch sehr berührt, weil ich mir vorstellen kann, dass es solche Momente verschwenderischer Liebe, Momente der Zuwendung jetzt gerade gibt, hundertfach, tausendfach, millionenfach auf der Welt, wo Menschen auf Intensivstationen irgendwo in Krankenbetten liegen, Angst haben und dass dann doch einer, der eigentlich gar keine Zeit hat, doch zu ihm kommt und putzt ihm noch einmal den Schweiß ab, hat noch mal Zeit für ihn, nimmt sich ein bisschen Zeit. Verschwendung für einen Menschen ist wie Verschwendung für Jesus. Wie diese Geschichte uns Mut macht, das auch zu tun. Wer Jesus liebt, der gibt gerne. Der verschwendet auch mal was am Krankenbett. Trotz Corona, Sterbebegleitung, wo noch möglich, in den Hospizen. Wie schön wird es jeder, der jetzt im Krankenhaus empfinden, wenn einer Zeit für ihn hat, wo er doch kaum Besuch empfangen kann. Das ist nicht notwendig und doch so kostbar, gerade wenn Ärzte entscheiden müssen, wen sie weiter beatmen und wen sie ganz in Gottes Hand geben. Wenn dann trotzdem jemand Zeit verschwenden kann, ein Zeichen der Liebe geben kann. Und jetzt sitzen Tausende von Menschen und nähen Schutzmasken, nehmen hübsche, bunte Stoffreste, verschwenden ihre Zeit für andere. Damals kostbares Öl, heute eine Maske aus Stoff. Und da frage ich mich, was tue ich, was kann ich tun? Ein Anruf mehr bei denen, die ich nicht besuchen darf. Musik machen draußen, jeden Abend, als Zeichen der Hoffnung. Eine würdige Trauerfeier halten, wenn auch nur am Grab. Oder jetzt zu euch sprechen, so ungewohnt, so ganz anders. Und doch habe ich heute etwas Publikum da, wie beim Einzug in Jerusalem. Das kann sich aber nicht anstecken, ihr habt es schon gesehen. Und liebe Freunde, ich kann meine Kraft weiter verschwenden für meine Kirche, für die Menschen, die mir anvertraut sind. Das muss auch sein und das macht Spaß. Auch dafür muss man sich in guten Zeiten wieder Zeit nehmen. Denken Sie an die wiederaufgebaute Frauenkirche in Dresden. Was haben damals auch viele gesagt? Wie unnötig. Was für eine Verschwendung. Und trotzdem hat sie seitdem Millionen von Menschen Freude und Zuversicht geschenkt. Und das könnte ich Ihnen hier auch zeigen, bei uns, in unserer Gemeinde. Was hier alles geschieht, auch wenn es nicht notwendig ist. Das Kirchcafé, all die Schönheit. Wie viele Menschen setzen sich ehrenamtlich dafür ein? Und unsere Kirche? Werden wir vielleicht verschönern nächstes Jahr mit einer kleinen Glocke auf der Kapelle. Die wurde 1943 zu Kriegszwecken zerstört. 2023 wird hoffentlich eine neue kleine Glocke läuten. Ich bete darum, dass sie das Ende der Corona-Gefahr einläuten möge. Praktische Nächstenliebe und Gottesliebe schließen sich nämlich nicht aus. Unsere Kirche hat in ihrem großen Turm 3 Stahlglocken, einfache Glocken. Damals in der Weltwirtschaftskrise von diesem kleinen Dorf mit seinen unbeugsamen Bewohnern angeschafft. Mit einem Weihesatz drauf, der mir jetzt das Schauern auf den Rücken treibt. Da steht drauf auf diesen Glocken, in ernster Zeit dem Herrn geweiht. Das konnten die damals. Und weil es so einfache Stahlglocken sind, haben die den nächsten Krieg überdauert, weil sie eben nur aus Stahl waren. Und trotzdem ist ihr Klang unverwechselbar.
Die neue kleine Glocke könnte fast die gleiche Inschrift tragen, in ernster Zeit dem Herrn geweiht. Gottes Liebe und Nächstenliebe gehören eben zusammen. Wie das Salben der Frau Jesus Kraft gegeben hat für seinen schweren Gang ans Kreuz, um uns vor dem ewigen Tod zu retten, so gibt das Läuten unserer Glocken uns allen wieder Kraft zu unserem Dienst an den Menschen, die uns anvertraut sind und darüber hinaus. Gott verschwendet seine Liebe an einer Menschheit, die es gar nicht verdient hat, weil sie oft so grausam miteinander umgeht. Gott verschwendet auch an die Bösen die herrlichen Gaben der Schöpfung. Aber mit Jesus Sterben und Auferstehen ist die Herrschaft Gottes in der Welt neu aufgerichtet und im Glauben an eben diesen Jesus Christus für jeden Menschen auf dieser Erde zu erleben und zu erfahren. Er gibt sein Leben erst einmal auf für die Liebe Gottes, für uns Menschen, verschwendet sich an seine Mörder, um so auf Gottes große Liebe auch in der Trauer hinzuweisen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie so jemanden finden, der Zeit verschwendet an Sie. Und dass auch Sie selber Lust haben dazu, Zeit zu verschwenden oder auch alle zu unterstützen. Auch die Kirche weiter zu unterstützen. Wir haben hier zu viele Gottesdienste, die gar nicht stattfinden. Da haben wir immer gesammelt, Kollekten für Projekte der Diakonie. Die sind darauf angewiesen. Wenn jetzt die Gottesdienste weiterhin ausfallen, müssen wir uns auch noch andere Wege einfallen lassen. Sie können auch online spenden oder Überweisungsträger einwerfen. Dafür wird es auch in Zukunft noch weitere Hinweise geben. Denn wir werden wahrscheinlich noch lange brauchen, bis es wieder ganz normal läuft, was wir für normal gehalten haben. Unsere Landeskirche und die Kirchenkreise werden zunächst aus Rücklagen die bis jetzt schon ausgefallenen Kollekten angemessen auffüllen, damit die diakonischen Dienste nicht auf das eingeplante Geld aus den Sonntagskollekten verzichten müssen. Liebe Freunde, ja, und eins möchte ich Ihnen noch zeigen. Wir haben noch so etwas, so ein Geschenk, der Verschwendung. Was immer an Notzeiten erinnert, das ist dieser Teller, das ist eine Patene. Da wird das Abendmahlsbrot gereicht, was wir leider heute nicht reichen können. Und wissen Sie, was da hinten drauf steht? Da hinten steht drauf, Geschenk der Konfirmanden, Ostern 1917. Also mitten in der Notzeit des Ersten Weltkrieges haben die Konfirmanden diesen Teller der Kirchengemeinde geschenkt. Gottes Liebe und Nächstenliebe. Öl für Jesus, Spenden für die Kirche, Nächstenliebe und Gottesliebe gemeinsam zu leben, das kann man hieran sehen. Und das gibt mir heute noch Kraft und denke, so schlecht geht es uns heute ja noch gar nicht. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Und so lasst uns mit Jesus nun gehen in diese Woche in unseren Gedanken. An seine große Liebestat denken und denken, was können wir wohl tun für ihn in Gottes Liebe und Nächstenliebe. So haben wir die Gewissheit, dass wir so zu Jüngern Jesu werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir begreifen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Steve.
blinkender Funke, sei wärmendes Licht, sei Flamme und brenne in mir. Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an in einem neuen Tag, brenne in mir. Halte mich geborgen, fest in deiner starken Hand und segne mich und deine Welt lebe in mir. Sei froher Gedanke, sei tröstender Blick, sei Stimme und singe in mir. Und ein neuer Morgen bricht auf dieser Erde an in einem neuen Tag. Singe in mir, halte mich geborgen, fest in deiner starken Hand und segne mich und deine. Und nun lasst uns Fürbitte halten. Unser lieber Herr Jesus Christus, du kommst im Namen des Herrn gewaltlos. Du lieferst dich Menschen aus und gibst dein Leben hin. So vollendest du Gottes Willen. Versöhnende Kraft geht von dir aus. Du machst uns Hoffnung, dass Sanftmut und Liebe die Welt bewahren werden. So danken wir dir für alle, die sich um unser Überleben einsetzen. Die im medizinischen Dienst das tun, aber auch alle, ohne die unser Alltag gar nicht möglich wäre. An ihren Kassen, hinter ihren Lenkrädern, an ihren Maschinen und Telefonen. Wir bitten dich um Kraft, dass wir dir Zeichen deiner Liebe zurückgeben können. Dass wir dich und deinen Namen preisen in der Welt, durch unser Leben, unsere Hilfsbereitschaft, unsere Gemeinschaft. Dass unsere Kirchen schön und erhalten bleiben, dir zum Lob und der Welt zur Mahnung und Einladung. Weil du so viel Hoffnung gibst, darum bitten wir dich für die Opfer des Krieges in Syrien, für alle auf der Flucht, für die Soldaten. Wir bitten dich für die Menschen in aller Welt, vor allem für die, die nicht eine so gute medizinische Versorgung haben. Vor dir denken wir an die Frauen und Männer, die öffentliche Verantwortung tragen. Lass sie auch den Versuchungen dieser neuen Macht jetzt widerstehen und die richtigen Entscheidungen für das Wohl eines jeden treffen. Lass sie auch den Mut haben, dabei Fehler zu machen. Niemand von uns weiß heute genau, was für die Zukunft richtig ist. Wir bitten dich für alle, die nun in Kurzarbeit sind oder schon arbeitslos, an Menschen voller Verzweiflung wegen der nicht zu bewältigen scheinenden Aufgaben in diesen Krisentagen. Und für alle, die an Corona krank sind, aber wir vergessen auch die anderen Kranken nicht, die Sterbenden und die, die sowieso jetzt und noch mehr abgeschrieben sind. Lasst uns gemeinsam beten, was uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun lasst euch segnen. Ich kann deine Probleme nicht für dich lösen. Aber ich kann zuhören und gemeinsam mit dir nach Antworten suchen. Ich kann dich nicht davor beschützen, über Hindernisse zu stolpern, aber ich kann dich an den Händen halten, damit du nicht fällst. Ich kann nicht für dich entscheiden, welche Richtung du einschlagen sollst, aber ich kann dich auf deinem Wege unterstützen und ermutigen. Ich kann dir Schmerz und Tränen nicht ersparen, aber ich kann deinen Kummer mit dir teilen und für dich da sein, wenn du mich brauchst.
Ich kann deine Träume nicht für dich wahr werden lassen, aber ich kann an dich glauben und deine Erfolge mit dir feiern. Und Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir alle Zeit seinen Frieden. Liebe Freunde, ein letztes Lied, eine Bitte, ein Segenswunsch für euch alle. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund an Leib und Seele. Auf Wiedersehen.